Jo, hallo, mein Name ist Lervinator und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und heute mache ich mal was anderes als sonst. Ihr seht gerade schon, ich habe den Browser offen. Und ich habe hier noch einmal Green offen. Habe ich gerade so zufällig bei YouTube entdeckt. Der macht echt geile Musik. Habe ich festgestellt. Und ja. Bei dem könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich packe euch den Link von dem natürlich unten in die Beschreibung. So. Also, und zwar haben so, kann sein, dass man mich doppelt gehört hat, die ersten paar Sekunden dann in dem Video im Schnitt. Muss ich gucken, wie ich das mache. So, und die haben beide ein Quiz über mich erstellt. Das andere ist das LerviTV-Quiz, wurde erstellt von Yugiosh. Wurde anscheinend noch null mal aufgerufen, oder steht hier halt nicht. Das habe ich direkt geöffnet. So. Also, anscheinend wo, als ob man das ab irgendwann bewerten kann. Also, erstmal bewerte ich das Quiz super. Ich bewerte ein Quiz über mich. Natürlich 5 Sterne, das mache ich am besten zu Ende. Also, was für ein Format macht LerbiTV größtenteils auf seinem Kanal? Da fällt mir die Antwort natürlich total leicht. Ihr wisst es doch selbst. Ich mache Beauty-Videos. Weil, was gibt's Besseres auf als Beauty-Videos auf YouTube? Also ich meine ja nur. So. Nächste Frage. Wie heißt der mit der Form mit bürgerlichem Namen? Wie das formulierte. Also, ich bin Gunther Hans Otto eigentlich. Das habe ich euch verschwiegen. Und ja, von und zu Afrika, ja, genau. Und deshalb nennen mich auch einige Benny oder Max. Und somit bleibt nur noch übrig. So wie ich wirklich heiße. So. Nächste Frage. Wie viele Abonnenten hat LerbiTV? Am 13.07.2016. Also. Hier fehlen ja ganz klar die 1 Million Abos. Nein, die 64 sind es bei mir ja nur. So. Ich guck mal kurz, ob alles läuft. Läuft alles, läuft alles. Super, ist hier irgendwas überlastet? Nein, läuft alles super. So, nächste Frage. Was ist sein Lieblings-Minecraft-Server? Mein Lieblings-Minecraft-Server ist Craft Illusion. Zack. Wie alt ist Lervi? Also, da hätte man auch noch einen Stand hinterschreiben können. Also, ich bin momentan 16. Kann also schon Bier kaufen. Und auch kein Alkohol, sonst weiter aber Bier. Oder, naja, vielleicht auch schon, egal. So. Hat er Instagram? Woher soll ich das wissen? Also, ja. Ich kann hier, by the way, das machen. Was spielt er zurzeit oft? Stand 13.07.2016. Anscheinend. Ach. Also, am 13.07. habe ich, glaube ich, kein Dark Orbit gespielt. Aber. Das habe ich nämlich nur mal so zur Erklärung, das ist so ein Weltraumspiel. Kennt vielleicht einige von euch oder auch nicht. Und dieses Spiel. What the f. Ja, und dieses Spiel, ja. Hatte ich irgendwann mal, als ich mit ihm zusammen im DS war, auch gespielt. Und deshalb hat er es da wahrscheinlich mit reingepackt. Und Lego Indiana Jones hatte ich ein paar Tage vorher in meiner Snapchat-Story, aber ja, gut. Woher auch immer er das weiß, obwohl er glaube ich gar kein Instagram hat, aber egal. Pokémon Go ist auf jeden Fall die nächste Frage. Was macht er, wenn ein Fußballspiel läuft? Ja, das war zur EM. Das folgten wir auf Twitter. An die EM 2016. Die habe ich das ganze Spiel. Ich habe alle Spiele, also wirklich fast alle Spiele, außer die Spiele der Deutschen geguckt. Das Finale sogar auf der Fanmeile. In Berlin. Ja. Und ich twittere das ganze Spiel. Ist eine Alternative, kann man machen, macht Spaß. Macht schlau. Wie viele Twitter-Follower hat er? Stand 13.07.2016. So, Twitter. Wir können eigentlich mal gleich meinen Twitter-Account. Twitter. Wie viel. Dann können wir mal gucken, wie krass ich das. Wie viele Follower. Ah, wie krass ich das. Wird sich wahrscheinlich kaum verändern. Also, ich vermute, dass 30 waren oder hoffe, dass 30 waren. Mittlerweile habe ich immer auch 30 wahrscheinlich. Also ich hoffe jetzt einfach, dass 30 waren. So, nächste Frage. Wen mag er nicht? Also die Person, die das Chris erstellt hat, heißt Euram. Und
Euram heißt Marcel und deshalb ist das Quiz. Sie. Ich bin ein Schummler. Sie haben 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 6 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 7,7 richtige Antworten gegeben. Mehr Fantest. Das ist ein Fantest. Ey, das ist ein Fantest. YouTube, andere YouTube. So. Dann gucken wir doch gleich mal, was. So, richtig. Ja, super. Kann man nochmal bei angucken. So. Wie gut kennst du Aporat? Ziemlich gut kann ich den. Sie wollen die richtige Lüge. Die Quiz-Statistik wollen wir uns mal angucken. Okay, das ist die Quiz-Statistik. Egal. So, dann packe ich. So, nächsten Tab öffnen. Und das Quiz ist das zweite Lehrvideo für Quiz auf dieser Seite. Heißt das erstellt von Yogiosh. Scheinbar nirgends drunter gelistet, sondern einfach nur das ganz normale Quiz. Und die Quizfragen sind ja alle untereinander. Dann wollen wir mal. Das andere Quiz habe ich übrigens schon mal gemacht und schon mal gesehen. Und dieses Quiz kenne ich jetzt wirklich noch gar nicht. Dann wollen wir mal loslegen. Wen hat Lervita V gewieft? Ich vermute, es weder Servus, kann ja krasser Witz, sich selbst noch Easy Mate war, sondern ich vermute, das ist der Arsch LP. Also ihr könnt ja auch gerne mal auf YouTube, den kann ich vielleicht in die Beschreibung packen. Er ist so ein toller YouTuber, wisst ihr. Das Ganze ist natürlich sarkastisch gemeint. Für die es nicht mitbekommen haben. Das war Sarkasmus, ja. Und dann können wir bei Arsch LP reingucken. Ich glaube, der hat auch jetzt neu. Der hat ein Intro mittlerweile auch schon. In seinem zweiten Video oder so. Jo. Wieso macht Lerby TV Videos? Für Moneys. Für Spaß. Keine Ahnung. Zum Beefen. Ich vermute, er hat die Antwort für Moneys. Also ich kenne den Typen, der es gemacht hat. Weil der in meine Klasse geht. Und wieso macht Lerby TV Videos? Ich glaube, für Moneys ist eigentlich ja für Money, aber bitte gerne mal Money. Andere Tests. Alles klar. Das Ganze können wir ja nachher mal bei Google eingeben. Einfach nur so, just for fun. Wer ist Lerby TVs inoffizielles Vorbild? Niemand. Arsch, LP. Ich die Antwort. Easy Mate, Alter. Ich vermute, er hat das Powerboot. Das ist eines meiner Parallelklasse. Oh, ja, Mann. Ich hoffe, ihr hört die Musik mit. Und ich habe sie, glaube ich, extrem laut gedreht. Deshalb hört man mich kaum. Ja. Habe ich. Ja, ich mache dann mein Audio einfach lauter. So, zack, zack, wieder schließen. Welche Sprachen spricht Lerby TV? Welche? Alles klar. Das müssen heißen, wie viele? Eine, vier, drei, zwei. Also, eins, ich spreche Deutsch. Zwei, ich spreche nochmal Deutsch. 3, ich spreche nochmal Deutsch. 4, ich spreche nochmal Deutsch. Ich muss gerade ernsthaft überlegen. 1, Deutsch, Englisch, Französisch. Oder eigentlich, ich glaube, 3 will er haben. Weiß ich aber nicht genau. Wie sieht Lerby TV aus? groß und dünn wie Erik mit C. Ah, alles klar. Hässlich wie ich. Ah, heiß wie Laura nicht. Kleinen Feld wie Marker. Alles klar. Ich vermute mal hässlich. Nee, groß und dünn trifft es ja eigentlich bei mir. Egal. In welchem Game ist der schon Level 9? Minecraft, da gibt es doch gar keinen Level oder Freizeit. LOL. LOL. League of Legends. Ey. Rocket League. CSGO. So, ich würde mal pur tippen, dass das LOL ist. Vielleicht bin ich da jetzt auch schon Level 20, man weiß nicht. Wie heißt der LOL? Super Mario 1888. FSK 2000 gelesen. Spaskal. Laminata, Französisch-Fan 900. Ja, definitiv mit dem Ö. Oder Lerby TV. Ich würde sagen, ich heiße eigentlich Espatzka 2000. Das weiß ich ja selbst. Das liegt, nur mal so zur Erklärung, für Namen S. Sören Pascal, zweiter Name 2000. Mein Geburtsjahr.
Also, wieso fällt mir keine Frage mehr ein? Weil ich toll bin, weil ich cool bin, weil ich Fan bin, weil ich schlau bin, weil ich dumm bin, weil ich Fan bin, würde ich ganz klar sagen. Also, wie viele Tweets verfasst LebedTV täglich? Ich fühle 1000 davon 800 über Fußball. Ich glaube, wie ihr merkt, habe ich sehr viel über die EM getwittert halt. Circa 5 wie jeder normale Mensch. Naja, 5 ist jetzt. Das wäre. Einen guten Morgen-Tweet, einen guten Nacht-Tweet und 3 Tweets am Tag. Ist doch nicht normal. Circa 10, er hat kein Twitter. Er hat zwar Twitter, aber tweetet nichts. Ich glaube sogar, es ist diese Antwort hier richtig. Wie nennt man ihn im Real Life? Nicht wie heißt er? Sören, das ist by the way falsch. Etwas geil, Adolf Dennis. Ich würde ganz klar sagen, ich heiße Jimmy. Zur Erklärung. Wie dieser Name entstanden ist. Ich bin im Winter, also im Winter, als es kalt war, zwar war kein Schneelack, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, hatte seine Mütze auf, weil mir sonst die Ohren abgefroren werden. Und ja, weil mir Ohren abgefroren werden, hatte ich halt die Mütze auf, bin zur Schule, hab die in der Schule ausgezogen. Wir hatten im ersten Block, müssen wir, ich glaube wirklich im ersten Block, also in der ersten Stunde Sport. Ich nehme die Mütze ab und meinte einer im Sportunterricht, deine Haare sehen einfach genau so aus, wie die von, oder zumindest so ähnlich aus, wie die von Jimmy Neutron. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich gebe es mal kurz bei Google ein. Ich weiß gar nicht, wie man ihn schreibt. Jimmy Neutron. Ey, naja, nicht Jimmy Nelson, nein. Der sieht natürlich auch sexy aus, ne? Jimmy Neutron. Ungefähr. Also so, ja, ich mach's mal hier kurz, Originalgröße, also so ungefähr, und ja, so, und Jim, dieses Jim hat vorher, weil er das festgestellt hat und wir Sport hatten, das heißt, wir waren in der Turnhalle und er hat das festgestellt und festgestellt hat das Pascal, ja, und deshalb heißt Jimmy, so, und jetzt können wir auf Auswertung gehen und GGWP. Also, sie haben 7 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 3 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 9 richtige Antworten. Oh, fuck. Share und Twitter können wir jetzt erstmal machen. Mann, nee. GG, wir posten es hier nur mit GGWP. Und dahinter Hashtag ich bin Fame. Hashtag ich bin Fame und nehme gerade auf den so Twitter alles geschafft. Ne, brauchen wir nicht auf Twitter anzeigen. So gut, das heißt, das haben wir erledigt und jetzt würde ich sagen, ich muss mal kurz gucken, wie lange nehme ich denn schon auf. Ich weiß gar nicht. Ich habe die Aufnahme, 13 Minuten nehme ich schon auf. Dann würde ich sagen, was ist das jetzt von diesem Video? Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.